Wir haben die Rheinbrücke nachrechnen lassen nach der sogenannten Nachrechnungsrichtlinie. Das ist ein mehrstufiges Verfahren. Im Rahmen dieser Nachrechnung haben wir festgestellt, dass die Brücke anscheinend nicht mehr der Zukunft entsprechend ist, haben geschaut, ob wir eine Verstärkung und Instandsetzungsmaßnahme durchführen können und haben hierfür, um das weiter beplanen zu können, Materialproben der hinter uns liegenden Rheinbrücke entnommen. Die Ergebnisse dieser Materialproben waren leider sehr ernüchternd, weil die Kennwerte, die man für eine statische Untersuchung benötigt, um bis zu 30% unterschritten wurden, sodass wir die Brücke weder verstärken noch instand setzen können und somit keine zukunftsfähige Brücke mehr hier an dieser Stelle haben. Ja. Als erstes werden wir sogenannte Kompensationsmaßnahmen durchführen. Das heißt, unser Ziel ist es natürlich, für den Planungsprozess etwas Zeit zu gewinnen und den Verkehr weiterhin über dieses Brückenbauwerk fahren lassen zu können. Bedeutet als erstes, wir werden die Geschwindigkeit auf 50 km/h reduzieren, werden LKWs größer 30 Tonnen von der Brücke runternehmen. Das heißt, wir haben eine Gewichtsbeschränkung drauf und diese überregional über die A44 Flughafenbrücke in Düsseldorf führen. Wir werden ein LKW-Abstandsgebot vorsehen von 50 Metern. Natürlich regelmäßig schauen, dass wir diese Brücke inspizieren und gucken, ob mögliche Schäden auftreten, um sofort reagieren zu können. Und wir werden den Trennstreifen baulich trennen, um zu schauen, dass der PKW und der LKW, der die Brücke noch nutzen darf, in seiner Spur bleibt. Also diese Brücke befindet sich ja in der sogenannten Denkmalschutzliste. Wir hatten jetzt auch schon die ersten Kontakte mit dem Amt für Denkmalschutz und haben über die Ergebnisse informiert und werden jetzt natürlich in den nächsten Gesprächen mit dem Amt für Denkmalschutz gehen, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen. Wir befinden uns da gerade zu Beginn der Planung und da müssen wir natürlich sämtliche Kolleginnen und Kollegen auch aus anderen Behörden frühzeitig mit einbeziehen. Also wir sind, wie gesagt, gerade zu Beginn der Planung. Zu Beginn einer Planung macht man die sogenannte Umweltverträglichkeitsstudie. Das heißt, wir müssen natürlich gucken, wie würde eine neue Brücke, welchen Eingriff hätten wir in Natur, in Flora, Fauna, Wasser, Boden. Das sind natürlich alles Dinge, die wir im Vorfeld mal abarbeiten, um dann zu schauen, wie könnte eine mögliche Trassierung überhaupt aussehen. Wir werden dann natürlich auch mit den betroffenen Städten Gespräche führen. Aber da kann man aktuell noch nichts terminlich genau sagen, aber so eine Vorplanung kann schon mal bis zu 2 Jahren benötigen.